Bonjour à tous et bienvenue dans la Glouglou Box. Dis the Monad via Marinen Battle, dis the Monad via Probieren, dis Pino, wir sind in dem Welt von dem Pino. Und was gibt mehr Finesse, wo gibt mehr Finesse als bei dem Pinot Noir? Wo sind wir diese Monat? Wir sind natürlich in dem Burgund, ein super Weingut, die Domaine Henri. Wer ist normalerweise in Chablis? Eine sehr lustige Geschichte. Wie habe ich das gefunden? Wir haben hier bei Maison Taris eine sehr gute Freundin. Wie heißt Catherine Gourmet? Und Catherine Gourmet ist Önologin. Sie kommt aus Montpellier, aus dem Südfrankreich. Und sie war bei dem Domaine Henri besuchen für probieren dem Chablis. So, sie hat alle Chablis probiert und sie hat leider keine Zeit mehr für die Rotwein probieren. Und dem Domaine hat sie geschenkt diese Flasche von Coteau Bourguignon, so ein Pinot Noir aus dem Chablis, so aus dem Burgund. Und was ist passiert? Sie hat, muss ich ehrlich sagen, Catherine, keine Hoffnung für diese Wein, so sie hat nichts erwartet. Und sie war vor 3 Monaten jetzt bei einem Essen mit unterschiedlichen Önologen aus Montpellier, wo sie haben alle zusammen gegessen und sie hat serviert diese Coteau Bourguignon und da alle haben gefragt, aber was ist das denn? Wo hast du das bekommen? Und sie hat einfach erklärt von dem Domaine Henri und den Preis von diesem Wein, weil das ist total verrückt. Die Preise aus dem Burgund haben total explodiert und da, wir bleiben bei 11 Euro in Burgund, ganz ehrlich, das ist gegeben. Und so, wenn die alle Önologen haben das probiert, die Qualität und gewusst den Preis, sie haben alle bestellt bei dem Domaine und jetzt in dem Südfrankreich, sie trinken diese Pinot Noir aus dem Burgund. Das ist ein bisschen lustig, wenn Sie kennen die kleine Skrits zwischen die Weinregion in Frankreich. Und Catherine hat gedacht auf unseren Box und sie hat mir geschickt jetzt vor 2 Monaten eine Probeflasche. Wir haben das probiert und ganz ehrlich bei uns, die Flasche war leer in weniger als halbe Stunde. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein super, super Wein, weil er ist trotzdem sehr hell in Farbe, aber trotzdem Kirsche, etwas bäriger in Aromen. Trotzdem nicht so viel Säure für einen Wein aus ziemlich Norden. Wir sind in dem Burgund und der Wein war nicht in Holzfass natürlich. Das ist nur ein Wein für 11 Euro. Ein Burgund mit Holzfass ist extrem teurer. Er war in Betontanke und deswegen er bleibt wirklich nur frisch und absolut nicht vanillig. Was essen wir dazu? Sie kennen Beispiel ein schönes Roastbeef dazu essen, wild ist auch eine Bombe und ich finde absolut perfekt für Terrasse sitzen, Sonne genießen, weil wir sind im Juni. Vielleicht nicht zu warm trinken, leicht gekühlt ist auch absolut perfekt und viel Spaß mit diesem Domaine Henri. Sagen Sie mir, wie das war, ich bin und wir sind so stolz, zu das servieren in die Glugglubox diesen Monat. A bientôt, les amis, tschüss! Was macht Papa als Beruf? Der kauft Wein.